Hallo liebe Freunde, und hier sind wir wieder bei Naruto, ja, Naruto Online. Und ja, ich bin hier immer ein bisschen, oder bei meinen Let's Plays immer ein bisschen, ich schlafe immer irgendwie ein, so wirkt's zumindest, weil ich ein ziemlich verkopfter Typ bin und ziemlich nachdenke. Aber ich will mal noch ein bisschen mehr aus meiner Emotion rausholen, denn das kann ich eigentlich schon und bin ich im realen Leben eigentlich auch. Vielleicht traue ich mich noch nicht so ganz, aber okay. Egal. Ja, was ich jetzt leider nicht mehr zeigen kann, weil das schon vorbei ist, ist... Ja, wir haben hier mit dem Dämon Zabuza, mit dieser Haupthandlung, weitergemacht. Und ja, Kakashi, es gibt einen Dialog zwischen... Einmal zwischen Zabuza und seinem Handlanger oder seinem... Handlanger Mädchen, was aber für einen Jungen gehalten wird, und Kakashi kommt gewissermaßen darauf, dass da was nicht stimmen kann. Wir sind dann damit eine Stufe aufgestiegen, konnten die Ninja-Prüfung machen, mit der wir zwei Ninjas besiegt haben, und hier haben wir ein Lebensmagatama Stufe 1 bekommen. Ja, inwiefern was wir hier damit machen können, das weiß ich noch nicht ganz, aber das werden wir schon noch rausfinden. Anscheinend erhöht es damit unsere Lebenspunkte, aber okay, wir widmen uns damit wieder der Haupthandlung und beschützen die große Brücke. Genau, und hier erscheint Asuna. Unglaublich. Einige Handlanger Gatos haben die Brücke angegriffen und einen Teil der Arbeit zerstört. Helft uns bitte. Verdammt, zu schnell. Sinyu, sieh dir das bitte an und sei vorsichtig. So. Ja, also ich bekomme jetzt hier diesen Auftrag noch einmal. Und ja, jetzt habe ich hier die Handlungsmission Beschützen der großen Brücke, der wir uns auch gleich schon widmen. So, wir holen uns hier den Geldbeutel. Und ja, der Anführer der starken Männer stürmt hier auf uns zu. Und wir verwenden hier Siegesetzen. Erst das auch schon mit dem Anführer. Und die Samurai scheinen nicht so stark zu sein. Von dem her brauchen wir auch einen zweiten Schattendoppelgänger. So. Das war's hier mit unseren starken Männern und den Samurai. So, ich widme mich hier diesem Kreis, wo es hier wieder einen stärkeren Gegner gibt als normal. Ja. So. Hier finden sich dann Kirigakure Verfolgungstruppen und eine Kirigakure Attentätergruppe. Verwendet. Krallei. Top. Ich verwende hier den Ziegelprinzip und schiebe und nicht mehr Insekten. Mir scheint, als würde das hier ein bisschen besser funktionieren. So, ich verwende hier Sakuros Heilung, um Shiryu zu heilen. Und ja, jetzt sind wir mal einen Schattendoppelgänger. Weil wir mehr
Schatten-Doppelgänger-Truppen, Verfolgungstruppen aufgetaucht, die uns hier, ja, aber allzu schwer sind sie nicht, denn hier ist keiner gestorben in unserer Gruppe. So, wir holen uns die Schatztruhe und ja. Der Glücksritter stürmt auf uns zu. Wir starten den Kampf. Wieder mit dem So. Was war das? Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe gerade ein bisschen. Ja, der Glücksritter haut ein bisschen rein, aber der hier auch schon gewonnen. Und ja, schon geht's hier weiter und wir holen uns hier den nächsten Geldbeutel. Ja, damit Waraizori, ja, der wird uns hier gleich entgegenlaufen, oder der Samurai. So. Alles klar, also hier haben wir definitiv einen Schlanger von Gato. Allzu lange hält er das. Naja, die sind jetzt schon ein bisschen stärker. Womit ich hier auch Sakura heilen muss. Ja. Shinos Fähigkeit war jetzt eher entersehen. Ja, aha, der Glücksritter hat also Lebensenergie. Deswegen ist er so glücklich. Und ja, wir holen uns noch einen Doppelgänger. Aber das ist auch gleich gewesen sein. So. Ja, damit öffnen wir die eine Schatztruhe, womit wir Brötchen bekommen. Nudeln und Bronze. So, hier haben wir Shino, der jetzt auf Stufe 14 aufgestiegen ist. Sakura steigt ebenfalls auf und Naruto auch. So, damit müssen wir mit der Haupthandlung, in der wir die große Brücke beschützen, zu Kakashi. Wir können aber unsere Ausrüstung hier hochstufen. Ja, der Genenbrief kann zum Chunin-Handbuch hochgestuft werden. Ich würde hier aber gerne Silber habe ich nicht. Ja, das geht hier nicht. Nein. Ich bräuchte hier. Also ich habe hier nur Eisen. Ich kann hier entweder das Genin-T-Shirt hochstufen oder das Ninjutsu. Wir stufen hier aber das Genin-T-Shirt hoch. Da ich hier bei meinem Sinew schon das Shunin-Kettenhemd trage. Genau, hier stufen wir also Naruto hoch. Und sein, damit er auch das Shunin-Kettenhemd trägt. Ja, ansonsten wäre es das mit dem Hochstufen. Ich bin mir gar nicht... Ich weiß hier nicht,
warum hier Sakura eigentlich nur, warum sie keine Schriftrolle hat. Denn sie könnte eigentlich eine brauchen. Yep, okay. Es lädt hier gerade nicht weiter. Ja. Wird hier gerade ein bisschen nix. Ah, okay. So. Jetzt hat's geladen, ne? Ja, meine Ninjas gehen hier gerade nicht. Diese Stelle wurde noch nicht ausgerüstet. Ja, wo habe ich denn hier... Ah, okay, das ist hier das Anwerbenfenster, Spieltruhe, Bedienungstruhe, Siegeltruhe oder Bedienungstruhe. Nee, nix. Nichts von beiden. Ich möchte hier in mein Inventar gucken. Kann man das mit I machen? Nein, hier geht nicht. Gut, dann funktioniert das nicht. Dann muss ich hier wieder mit der Hauptwarnhandlung weitermachen. Vielleicht bekommen wir ja noch für Sakura eine Schriftrolle. So, Sensei Kakashi, die Leute, die den Bau zerstört haben, wurden schon vertrieben. Gut, ich glaube, sie werden sich benehmen. Dann habt ihr auch Zeit, richtig zu trainieren. So. Sehr gut, ich bin sicher, Gato wird sich in nächster Zeit ruhig verhalten. So, ich habe hier... Also ich bringe Naruto und die anderen zum Training. Geh du selber auch trainieren. Im Wald gibt es einige Tiere, die dir beim Training helfen können. Wir nehmen den Auftrag hier an und ja, ich habe Stufe 15 erreicht. Und ja, habe hier damit die Nebenhandlung abgeschlossen. Und ja, ich bekomme, ich habe hier ein Verteidigungs-Magatama bekommen, der Stufe 2. Und habe hier neue erlernbare Talentfähigkeiten. So, ich habe hier das Yairi. Ich kann hier aber... den Anbu-Überraschungsangriff an Überraschungstaktik lernen oder anwenden. Wenn deine Figur auf dem Feld steht, wird der Angriff der Ninjas des eigenen Lagers um 20% erhöht. Bei einem Taijutsu-Angriff des eigenen Lagers findet eine Selbstheilung von 25% statt. Mordlust des Krieger. Erhöhe zu Beginn des Kampfes den Angriff von bis zu 3 Schwert-Ninjas in der eigenen Truppe um 40%. Wenn die opake Fähigkeit einen Gegner tötet, was ist denn diese opake Fähigkeit? Opake Fähigkeit einen Gegner tötet, wird die Abklingzeit der opaken Fähigkeit übersprungen, hält für 5 Runden an. So, und die Blitz-Ninja-Verstärkung erhöht dein Ninjutsu sowie den Angriffswert von bis zu 3 Ninjas mit Blitzattributen in der eigenen Truppe für 5 Runden. So, ja. Verfolgt von hohem Schweben betroffene Gegner und verursacht tiefes Schweben sowie 10er-Kombo und Lähmung. Blitz-Narakumi. Verfolgt von Fallen betroffene Gegner, verursacht Schaden und tiefes Schweben. Also ich habe hier noch nicht so viel Erfahrung mit den... Schwebenfähigkeiten. Ja, ich wechsle hier aber einmal auf den Anbu-Überraschungsangriff. So. Genau, so, wir haben hier
Ausrüstung verstärken. Stufe 1, Stufe 2. Ja, was würde denn das? Den Angriff würde das? Der Genenpfeil? Ja, das. Ich denke, ich verstärke hier einfach mal den Angriff. Genau, weiter als Stufe 15 ist hier in diesem Fall nicht möglich. Bei Naruto habe ich ja auch schon einiges verstärkt hier und ja, aber wir verstärken hier noch sein Leben einmal. Genau, so. Kampfkraft, damit ist unsere Kampfkraft auf 980 angestiegen und wir bestehen Ninja-Prüfung 3. So, Ninja-Prüfung. Ah, so, alles klar. So, also hier gibt es immer höhere Level für die Ninja-Handlungen. Ich wende mich aber hier nochmal dem Einzeltraining zu. Genau, und nach diesem Einzeltraining wäre dann auch gleich wieder Schluss mit diesem Let's Play. Ja. Trainiere mit den wilden Tieren. So, wir werden hier von einem grauen Falken und damit drei grauen Falken angegriffen. Ja, und jetzt greift hier unser Shino schon mal mit ein bisschen mehr Angriff an. Wir verwenden hier noch den Siegelbezieher. Shinos Insekten. So. Damit hätten wir hier diese grauen Falken geschlagen und nehmen hier den höheren Schwierigkeitsgrad hier an. Ja, und bekämpfen wir Haku. Genau. Haku, die Szene. Genau, das ist nämlich kein Mädchen, sondern Haku ist ein Junge. Aber sie ist. Genau, das will sie zumindest schlau machen, aber sie ist ja ein Mädchen. So, wir rufen noch einen Schattendoppelgänger. Ja, wir müssen unbedingt jetzt unser Bruder heilen. Das hier ein bisschen. Unser Shino ist hier vergiftet. Ja, aber bei uns haben alle überlebt. Auch wenn es Naruto gerade noch so geschafft hat. Aber dass ich hier seine Lebenspunkte verstärkt habe, hat sich hier definitiv ausgezahlt. So, wir starten hier den Kampf und wir haben hier den grauen Falken und dann auch den schwarzen Falken, die hier einiger stärker sind. Oder größer, ich meine größer, nicht stärker, aber. Yeah.
Schaden oder meiner Truppe, meiner Ausstellung hier großen Schaden zuzufügen. So, wir müssen hier hin, um uns die Schatztruhe zu krallen. So, Sinew springt hier ziemlich elegant hoch. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ja, wir holen uns hier die Schatztruhe. Ja, und damit widmen wir uns hier noch so einem hübschen Tiger, der zuvor ja einen erheblichen oder größeren Schwierigkeitsgrad dargestellt hat. Aber jetzt, wenn er hier als einziger Gegner hier Und damit Tiger den letzten Stoß. Wir haben hier mit 3 Wurfsternen bestanden. Und bekommen hier ein Wiederbelebungselixier und Kupfer in diesem Fall. Ja, unser Naruto steigt hier auf Level 15 auf Stufe 15, Sakura ebenfalls und Shino ebenfalls. So. Ja, und mein Charakter Sinew steigt ebenfalls auf, nämlich auf Stufe 16. So, ich kann hier jetzt die Ninja-Gilden aus Naruto Online hier auswählen oder mir viel mehr ansehen. So, ja, also das Level ist hier von Stufe 16 bis Stufe 80 ist hier alles vertreten. Also ich denke, das Oberlevel ist hier im Moment Stufe 80, wie es hier aussieht. So, aber wir widmen uns dem Hochstufen unserer Ausrüstung. Also ich kann hier den Genenpfeil hochstufen und den stufen wir hier mal bei unserem Sinew hoch. Ja. Und damit haben wir ein Shunin-Kunai. Es gibt damit neue Aktionen und unsere Kampfkraft übersteigt hier damit das erste Mal die 1000. Und es gibt hier neue Aktionen und ja, sind wahrscheinlich wieder die gleichen zuvor. Mal davon aus, ja. Aber ja, sind hier die gleichen, also nichts Neues und ja, jetzt wär's. Wird es mit der Haupthandlung im Hasenfangen weitergehen? Das hebe ich mir aber fürs nächste Mal auf und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid mit mir bei Naruto Online. Bis dahin, tschüss!